29. Spieltag der Stadtklasse Leipzig. Eigentlich hätte es für den Leipziger SC das Endspiel um die Meisterschaft sein sollen, aber weil der SSV Stötteritz am Samstag nicht über ein Unentschieden gegen den Roten Stern 2 hinauskam, war die Angelegenheit schon vorher gegessen. Dennoch ist die Stimmung hervorragend. Zur heute geplanten Meisterschaftsfeier sollen heute trotzdem 3 Punkte gegen den bereits abgestiegenen SV Leipzig Tegla her. Christian Bretschneider und Dimitrios Mitsis deswegen mit einigen Veränderungen in der Startformation. Mitsis kam heute Morgen übrigens noch mit dem Flieger von einer Hochzeit angereist. Er wollte das Spiel auf gar keinen Fall verpassen. Der Leipziger SC in den roten Trikots von rechts nach links nach 14 Minuten bereits mit dem ersten Tor durch Mo Shobaki. Super rausgespielt. Die Vorlage kam von Jeffrey Gwent. Und jetzt denken sie auch noch an ihren Kapitän, an Matthias Kuchel, der sonst die 12 trägt. Der ist aktuell in Australien und kann nicht bei der Mannschaft dabei sein. Richtig schönes Bild und auch richtig gut herausgespielt. Die Lücken in Teglas Abwehr das erste Mal gut zu erkennen. Dennoch das Trainerduo unzufrieden, weil der vermeintliche Underdog zu Chancen kommt. Walter über die rechte Seite sieht in der Mitte Markus Röder. Das hätte richtig gefährlich werden können. Ein LSC-Verteidiger kommt noch dran. Die Tegla-Fans zum ersten Mal richtig gut zu hören. Der LSC um eine Antwort bedacht. Flanke auf Rahali. Richtig guter Kopfball. Tino Schmidt kommt noch ran. Wichtige Parade. Das hätte das 2:0 sein müssen. Nochmal der LSC. Wieder die Flanke. Wieder auf Rahali. Diesmal artistisch. Aber das war etwas zu viel des Guten. Wenn man dem Leipziger SC bis dato etwas vorwerfen kann, dann ist es die Chancenverwertung. Die tut dann auch manchmal beim Zusehen weh. Doch der Gastgeber steigert sich nochmal. Jeffrey Quent, klasse Pass auf Rahali. Der will in die Mitte ziehen und wird ganz übel gelegt von Dominik Klaus. Und der Schiedsrichter hat das sofort richtig erkannt. Elfmeter und gelbe Karte für Klaus, der sich hier mehr über seine Mitspieler aufregt, dass er hier so eingreifen muss. Dennoch rüpelhaft die gelbe Karte absolut verdient. Und es gibt Elfmeter und den macht Mo Shobaki. Klasse verwandelt. Oben links ins Eck. Besser kannst du den nicht schießen. Keine Chance für Schmidt im Tor bei Tegla. Und so steht es zur Pause auf einmal 2:0 durch diesen herrlich geschossenen Elfmeter. Doch die Gäste geben sich noch nicht auf. Richter mit dem Pass für Markus Röder. Ist der schnell? Röder muss abschließen. Lässt sich nochmal Zeit. Markus Röder gegen Fritz Seck. Super pariert. Da muss er einfach früher abschließen. Dann steht es hier 2:1 für Tegla. So lassen sie ihre Chancen weiterhin liegen. Und der LSC wieder mit wunderbarem Fußball. Mohamed Shobaki. Was für eine herrliche Technik. Hier beim Abschluss fehlt nicht viel. Das muss auch Alexander Gläser, der Tegla-Trainer, lächelnd anerkennen. Die Übermacht vom Leipziger SC auf dem Platz zu spüren. Und sie kommen wieder mit Gedeke. Rahali, das ist super kombiniert. Die Flanke von Gedeke und er sieht Jeffrey Quent. Wie cool ist das denn gemacht? Das 3:0 für den Leipziger SC. Es ist eine unfassbare Spielfreude, die sie verkörpern, auch bei diesem Treffer. Jeffrey Quent bislang bei jedem Treffer beteiligt. Und jetzt sehen wir es nochmal. Klasse Flanke, der Chip über Tino Schmidt. Und Quent muss ihn dann nur noch einköpfen. Unfassbar, was der Leipziger SC hier für einen Fußball spielt. Und noch weitermacht. Nguyen, wird ein Nguyen gegen alle und ins Tor. Das 4:0. Ist das noch zu fassen? Ich weiß es nicht. Nach 64 Minuten steht es auf einmal 4:0. Der Bann ist endgültig gebrochen. Das war's für den SV Leipzig Tegla. Und hier sehen wir es nochmal, wie stark er sich hier durchsetzt. Der Abschluss ist dann eher nur noch Formsache. Und der Absteiger, der kann eigentlich Fußball spielen. Richter mit der Direktabnahme, aber kein Tor, sondern Abseits. Und dann gibt es auch Häme für das Schiedsrichtergespann. Man kann seinen Frust verstehen, auch wenn die Entscheidung wahrscheinlich richtig war. Es wäre ein richtig toller Treffer geworden. So kommt wieder der LSC mit Johannes Kuhn, der vorher noch für die zweite Mannschaft ausgeholfen hat und hier auch die Chance zu seinem Treffer bekommt. Und auch er hat schon ein Grinsen im Gesicht. Tegla kommt nochmal, der nächste gute Pass. Wieder Lars Richter, aber was macht er denn da? Und da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie die Chancen nicht nutzen. Unfassbar, was Tegla in Summe heute liegen gelassen hat. Wieder der Leipziger SC mit Shobaki.
Und jetzt ist er, Johannes Kuhn, der es abschließt. Und dann ist es Jeffrey Quent mit dem 5:0 an jedem Tor beteiligt. Unfassbare Leistung von ihm. Hier krönt er sie mit seinem zweiten Treffer. Und dann, tja, dann ist es ja schon gewesen. Der Leipziger SC gewinnt, verdient mit 5:0 und kann jetzt richtig gut die Meisterschaft feiern. Und der Ersatzkapitän Tim Theis, der erklärt uns mal, wie sich das anfühlt. Super gut, vielen Dank. Ist schon meine zweite mit dem LSC, aber richtig gut. War eine richtig aufregende Saison. Die Neuen haben sich super gut integriert, die jungen Spieler haben nochmal richtig Feuer reingebracht. Das hat richtig Bock gemacht. Ich mach hier für die Zukunft des LSC arbeite ich. Ja, das meine ich so ein bisschen. Also, guter Vibe beim LSC, super Vibe beim LSC. Taugt. Tja, und ob der in der Stadtliga taugt, das können wir erst in der nächsten Saison erfahren. Bis dahin können Sie Ihren Titel gebührend feiern. Herzlichen Glückwunsch, Leipziger SC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.